kostenlose Strecken und ein zu schützendes Ökosystem. Der Projektkoordinator von Port du Soleil erzählt von weiteren Vorteilen. Die Strecken sind kostenlos und für alle zugänglich. Bei einigen Trailrouten kann man die Liftanlagen benutzen. Wir haben in einem früheren Interreg-Programm in den 2009er, 2010er Jahren den Multipass eingeführt. Damit hat man Zugang zu einer Reihe von Leistungen. Insbesondere kann man die Liftanlagen für 2 Euro pro Tag nutzen. Dieses Projekt bietet Trails, E-Mountainbikes, aber auch etwas, was für den Kunden weniger offensichtlich ist, ein Observatorium für Fauna und Flora. Es hilft uns dabei, Aktivitäten für die Sommersaison zu entwickeln. Aber vor allem, was ist verboten, um das Ökosystem nicht zu zerstören? Es brauchte diese Beobachtungsstelle, um zu erkennen, Achtung, hier gibt es eine geschützte Art, da kann man nicht hin oder man darf den Kunden nicht dorthin bringen. Das war überraschend für uns.